Ahoi, Kriminologinnen und Kriminologen. Willkommen, liebe Tetrapackies. Willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, so, in der letzten Folge haben wir ja, wie wir hier sehen, diesen wunderschönen Zellentrakt fertiggestellt und sind jetzt eigentlich nur noch oder warten darauf, dass die Wasserversorgung hier erweitert wird. Und ich hoffe mal, dass der Wasserdruck stark genug ist, wenn jetzt diese Hauptleitung noch fertig ist. Ansonsten sehe ich da oben auf unserer Liste, schaffen Sie einen Hof. Also müssen wir wohl noch einen Hof bauen. Und ich guck mal, da hatten wir es doch schon. Hof. Raumanforderung. Mindestens eine Tür, okay. Aber der bräuchte doch bestimmt eine Umzäunung, dieser gute Hof, nicht wahr? Ach genau, da fällt mir noch ein. Noch was vergessen. Bodenbeläge. So, was haben wir hier? Schicke Fliesen, Zielwand, Betonwand, Umfassungsmauer. Apropos, das können wir hier eigentlich auch direkt mal vorbereiten, dass wir hier so ein schicken Gehweg haben. Jawohl. Nein. Das war jetzt so natürlich nicht angedacht. Ja. Was haben wir hier? Achso, die durchsuchen da gerade. Ah ja, und unser Plan ist aufgegangen. Die Wasserversorgung steht. Gut, dann würde ich sagen, könnte man doch hier bestimmt einen guten Hof hinbauen. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, okay. Oh. Ich hatte gehofft, Sie bei einer meiner Sitzungen zu sehen. Ich schaffe das nicht. Ich halte es in diesem Loch nicht mehr aus. Nimm dir einen Tag nach dem anderen vor. Ich meine, überall hier stinkt es. Drinnen, draußen. Ich darf meine Familie nicht sehen. Ich hab's vermasselt, Sir. Und daran lässt sich nichts mehr ändern. Henry, alles wird gut. Ich bin bei dir. Komisch. Er hat genau dasselbe gesagt. Wer, Henry? Du kannst es mir ruhig sagen. Er hat immer auf mich aufgepasst. Schon als wir noch Kinder waren.
Reiß dich zusammen, egal was passiert, Kleiner. Ich bin bei dir. Hände hoch, ihr Arschlöcher! Nimm mir das Geld, Idiot! Sofort die Waffen fallen lassen! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Schieß verdammt nochmal! Worauf zur Hölle wartest du? Schieß, du verdammter Feigling! Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht schießen, nicht schießen. Bei mir? Er ist nicht mehr da. Lass uns etwas abmachen. Du kommst zu meiner nächsten Gruppe und ich versuche, deine Besuchsprivilegien zu verbessern. Das würden sie für mich tun, Sir. Nicht nur für dich, Henry. Wir haben diese Männer zu lange wie Dreck behandelt, das hat nun ein Ende. Der vorherige Geschäftsführer war nie ein großer Anhänger von Gefängnisreformen, aber wie ich das sehe, müssen wir diesen Männern Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Wir müssen ihnen alles beibringen, was sie nach ihrer Freilassung brauchen, eine Berufsausbildung, Allgemeinbildung. Wir sollten einen Plan zur Berufsausbildung erstellen. Bringen Sie diesen Männern etwas bei, damit sie sich auf etwas freuen können. Oh Mann. Ja, jetzt sollen wir denen was beibringen. Das war ja eigentlich so nicht geplant. Was haben wir denn hier? Genehmigen Sie Gefängnisarbeit über die Bürokratie, okay? Optional, bilden Sie 5 Häftlinge in Sicherheit und Hygiene in der Küche. Weisen Sie Häftlinge der Arbeit in der Küche zu. Werkstattsicherheit, oh Mann. Werkstatt. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Bürokratie an. So wie es uns dort auch quasi vorgegeben ist. Ja, was haben wir denn da? Überwachung, Hunde, ja, das ist... Das wäre jetzt mein Weg gewesen. Gartenpflege. Gefängnisarbeit, das war's, ne? Ja. So, okay. Gut, um Ausbildung durchzuführen. Gehen Sie erst Berichte und dann zu Programme. Die Häftlinge besuchen diese Programme in den ihnen zugewiesenen Arbeitsstellen. Das ist in der Tagesordnung mindestens 2 Stunden Arbeitszeit. Ja gut, das kennen wir ja eigentlich schon. Was haben wir hier? Achso, ich dachte, wieso blinkt denn der noch? Ach, Ausbildung müsste dann wahrscheinlich auch mal direkt... Können wir das am besten jetzt schon
Was ist denn hier los? Wieso prügeln die sich denn alle? Gut, auf dem anderen Hof sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen Hantelbank und so ein, solche Schichten aufbauen, ne? Aha, okay, Gefängnisarbeit ist also schon genehmigt, sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu Berichte. Familie, Erholung, mein Gott. Tagesordnung. Ja, das ist doch viel zu viel Freizeit hier. Haben die von 1 Uhr bis 3 Uhr Mittag? Genau. Ja, würde ich sagen, so. Bin ja netter, da gibt es noch mal einmal wirklich Freizeit. Ja. Wo sind unsere Programme? Sicherheit und Hygiene in der Küche. Sehr schön. Das läuft also. Gut. Müllraum. Was wäre als nächstes? Weisen Sie Häftlinge der Arbeit. Um Häftlinge in die Küche zu gehen, Sie erst zur Logistik und dann zu Gefängnisarbeit. Aha, Ihre Häftlinge müssen den Kurs besucht haben. Ja gut, den Kurs haben wir ja gestartet. Also müssen wir jetzt Logistik. Wo haben wir denn eigentlich Logistik da? Gefängnisarbeit. Ja, wo ist jetzt unsere Küche? Dusche, Kantiküche da. Maximal arbeiten 5. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bilden Sie 5 Häftlinge in Sicherheit. Hygiene, Küche, das hatten wir ja. Also da sind wir ja dabei. Werkstattsicherheit abschließen, ja. Was setzen Sie... Na. Häftlingseinlieferung auf 10 pro Tag fest. Ja gut, eins nach dem anderen, wir müssen noch die Werkstattsicherheit, das Programm. Erfordert Gefängnisarbeit, aber haben wir doch. Und wieso, da haben wir keine Werkstatt, ne? Das ist das Problem, oder?
Ich habe nämlich noch keine gesehen. Was ist denn das hier? Ne, wir haben keine Werkstatt. Keine Werkstatt. Die müssen wir wohl erst bauen. Okay. Berichte und dann zu Einlieferung. Okay. Das haben wir auch abgeschlossen. Ah, sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir uns halt nochmal um die Werkstatt kümmern, was mich halt ein bisschen irritiert ist. Normalerweise steht dann da ja auch, ne, bauen Sie eine Werkstatt. Ach so, das ist Besucherraum hier, oder? Das hier ist unser Elektrizitäts- und Pumpwerk. Was ist denn hier? Aber sonst geht's. Wieso hängen die denn da alle rum? Ach du Heilige. Ist das Lager, Büro? Ja. Hier ist die Kantine. Bewusstlos verletzt. Ich glaube, es hackt. Aber das sind alles gerade Sachen, um die wir uns wohl gar nicht kümmern sollen. Wir sollen eine Werkstatt bauen. Ob die da verletzt herumhängen, ist erstmal egal. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das hier bei unserem neuen Zellentrakt. Wie groß muss denn die Werkstatt mindestens sein? Ach ja, eine Leichenhalle. Die bräuchten wir eventuell auch bald. Werkstatt 5x5. Okay. So, machen wir die so. Und so, ja, sehr gut. Haben wir zumindest schon mal eine kleine Werkstatt erstmal. Die kann man ja beliebig noch erweitern, wenn wir dann, weil ich vermute mal, für so viele Häftlinge, wie wir derzeit haben, reicht das auch nicht aus. Haben wir da jetzt ein Ziegelgebäude gemacht? Oder wie? Habe ich jetzt gerade gar nicht so drauf geachtet, aber ist ja auch nicht schlimm.
ihr dürftet aber dennoch jetzt auch ruhig anfangen. Wo sind die aber? Da sind sie. Wuseln sich hier einen ab. Unglaublich. Also irgendwie... Aha. Okay, was habe ich denn gerade gemacht? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich wieder irgendein Quatsch. Hoffentlich geht das jetzt, wo der ganze Hummel da liegt. Und die... Ja. Super, das hat... Gut geklappt. Ja, holen die das jetzt ab. Wunderbar. Ja. Okay, Strom fehlt uns. Ja, Strom machen wir, nachdem wir die Tischsäge, die Presse und der Tisch platziert haben. So. Ladenfront, nee, nee. Genau. Eine Tischsäge. Machen wir zwei. Hydraulikpressen. So. Gucken wir mal, welche Anforderungen es da dann noch gibt. Ach so. Mal. So. Bisschen umstarten. Ja. Ist jetzt eigentlich auch blöde. Moment. Eben, das reicht doch eigentlich so, oder? Hä? So reicht es. Super, so was fehlt hier noch? Tisch. Ein gewöhnlicher Tisch oder was? Okay. Dann schauen wir mal, aber hier liegt immer noch so viel Rummel herum. Wüsste schon gerne, ob das noch, jawohl, ob das noch abgeholt wird. Sehr schön.
kann ich denn jetzt... Na. Dieses Bildungsprogramm einsetzen. Moment. Fünf beendet. Wie, einer hat nur bestanden? Jetzt geht's. Ja, sehr schön. Super. So können wir das, ja, dann ist ja gut, wenn das auch noch ein paar Euronen gibt. Bevor das hier so sinnlos herumliegt, nicht wahr? Laufender Aufstand. Ja, ich glaube, es hackt. Okay, Leute, ich würde sagen, diesen Aufstand... Den schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es dann heißt, um Gottes Willen, es sterben immer mehr. Ja, ich würde sagen, bis dahin bleibt mir nur zu sagen, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.